Es sind viele Medienvertreter am Ort. Es sind viele Vertreter der alternativen Medien hier. Herzlichen Dank. Es sind auch Medienvertreter hier. Ich sag's mal vorsichtig, die sind uns nicht so ganz wohlgesonnen. Der Friede sei auch mit euch. Man munkelt, es wäre wieder der Kameramann von der Hesecam da. Ich glaube, er heißt, aber ich bin mir nicht sicher. Der Mann wird von der katholischen Kirche bezahlt, was tatsächlich für mich ein Thema ist, weil ich bin immer noch in der katholischen Kirche, ich bin noch nicht ausgetreten und ich zahle quasi sein Gehalt wahrscheinlich mit. Er ist nicht dabei, um hier eine Meinung kundzutun. Er macht hier unerlaubte Porträtaufnahmen von uns, also er macht Großbildaufnahmen. Er achtet immer darauf, dass jeder mindestens einmal abgelichtet ist und er stellt sie dann danach an einen digitalen Pranger. Also er macht es jetzt nicht wirklich, weil er denkt, er macht was Böses, sondern er denkt tatsächlich, er tut was Gutes. Aber deswegen können wir ihm nur Empathie und Mitgefühl bringen, damit er merkt, dass er tatsächlich das Werk der Dunkelheit tut und nicht des Lichts. Also ihr Lichtgestalten, Dankeschön, dass ihr da seid und dass ihr der Presse hier ihre Arbeit erlaubt. Ja, da ist er, guck. Deine Fascho? Ja, ja. Den kriegen wir auch noch. Wie fühlt man sich, wenn man so gefilmt wird? Wie unnett du bist. Du bist kein netter Mensch. Wie fühlt man sich, wenn man so gefilmt wird? Du bist gar kein netter Mensch. Jesus wie hätte dir den Arsch gedreht. Wie fühlt man sich, wenn man so gefilmt wird? Und die Römer dich ans Kreuz nageln. Wie fühlt man sich, wenn man so gefilmt wird? Wie fühlt man sich? Dieser Denunziant. Wie fühlt man sich, wenn man so gefilmt wird? Ja, also wie fühlt man sich? Dass die alle Leute so filmen, möglichst viele. Hier, das ist unser Spezialist, der ist bekannt. Er setzt sich auch für die Freiheit ein. Und jeder hat hier seinen Platz, jeder hat seinen Moment. Dieser Moment, lieber Stefanie, die war für dich. Und ich fand es wirklich toll und ich fand es bemerkenswert, was du mit uns teilst, jeden Tag, jede Woche, jeden Montag. Jedes verdammte Jahr, was noch kommt, es ist mir eine Freude. Oder wie Karl Hilz immer gesagt hat, habe die Ehre. Der Mann ist unerwünscht, er ist bekannt. Der Mann ist unerwünscht. Wir machen jetzt weiter. Das war der Besuch von Luftschloss Nummer 1. Wir werden unterwegs noch ein paar so Luftschlösser begegnen. Ein Frankfurt ist voll von Luftschlössern. Frankfurt hat die höchste, größte Rechenzentrumsdichte in Deutschland. Hier stehen die modernen Sklavenanstalten. Das sind diese Hochleistungsrechenzentren. Und wir haben natürlich auch, ja, lass ihn seine Arbeit machen. Alles gut, das ist seine Arbeit. Also er weiß, dass er unerwünscht. Ja, ja, also das ist lustig. Also ihm ist ganz wichtig, dass er hier Menschen in einer besonderen Pose erwischt, damit er dann hinterher negativ framen kann. Das Lustige ist, er traut sich natürlich nicht, das Gleiche da drin zu machen bei Christine Lagarde, gell? Da wäre er ja mutig. Hier ist es gratis Mut. Wer für die Regierung arbeitet, so wie... Ich werde sagen, merci. De rien, c'était gratuit. Mais on ne te veut pas ici, parce qu'on n'accepte pas la tyrannie. Jamais. Und jetzt geht's weiter. Komm da, seid ihr noch da? Also, jetzt geht's weiter. Dankeschön, euer Chris. Armselig. So, Caroline. Sie wissen, dass Sie hier nicht erwünscht sind. Die am Samstag, den 18. Einfach wild drauf los zu fotografieren und hinterher die Leute zu denunzieren. Sich präsentieren und für ihr Motto einstehen. Und am Sonntag... Das ist nicht sehr nett, das ist hinterfotzig. Lass sie weg, du findest mich nicht, Schäfer. Wiederholen, was ich gemacht habe. Joachim Schäfer. Das ist hinterfotzig und sagt viel über ihren Charakter aus. Lapp dich weg, mach dich ab. Ach, du hast nichts zu melden von der Antifa. Dass der überhaupt noch nachts schlafen kann? Ja. Das kriegen die Tanja, nicht runter. Also wie gesagt, das kriegen die nicht runter, auch 60 Euro. Mai kriegen sie auch 60 Euro von der Antifa, damit sie diese Scheiße hier abziehen. Recherchieren Sie selber. Seit wann bitte? Recherchieren Sie selber, das ist Ihr Job. Und das ist, wir sind hier friedliche Menschen und Sie denunzieren sie. Sie gehen hinterher zur Polizei und schmieren uns an. Und das ist eine ganz linke und hinterfotzige Nummer.
Wirklich eine ganz linke und hinterfürzige Nummer. Kann das ganze Volk. Damit können Sie hier durch die Stadt gehen. Können Sie überhaupt noch schlafen, Sie Schwein? Jetzt sieht man sich schon mal in Frankfurt, gell? So ein Zufall. So, dann schon da nur.